trotzdem Ja zum Leben sagen, ist die zentrale Botschaft des bedeutenden Wiener Psychiaters Viktor Frankl. Alpha Österreich zeigt heute ein Porträt des 1997 verstorbenen Begründers der Logotherapie. Danach erklärt die Religionspsychologin Susanne Heine Frankls Bedeutung für Theologie und Seelsorge. Ich denke nicht, dass es jetzt darum geht, Frankl zu vereinnahmen und zu sagen, das ist jetzt sozusagen religiöse oder gar christliche Therapie, sondern ernst zu nehmen, dass er selber sich jedenfalls in die Inhalte nicht einmischt. Sie sind jetzt 89 Jahre alt, Sie haben Ihr Leben dem Willen zum Sinn verschrieben, mit sehr großem Erfolg. Wie stehen Sie denn zu dem Willen zum Unsinn? Ja, ich möchte sagen, der Unsinn hat auch Sinn. Und zwar den Sinn, das Leben aufzulockern, zu sehen, dass immer wieder irgendetwas Positives aufleuchtet, in between, mittendrin. Und das ist psychohygienisch von unerhörter Bedeutung. Vor beinahe 50 Jahren hat Frankl dieses Buch geschrieben, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Übersetzt in 22 Sprachen ist dieses Werk heute ein Megaseller. Erhältlich als Hardcover und als Taschenbuch. In diesem Buch hat Frankl seine Philosophie und Überlebensstrategie festgehalten. Oder, um es mit einem Nietzsche-Wort zu sagen, wer ein Warum zum Leben hat, findet auch das Wie. Viktor Frankl, Sie haben vor 49 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Untertitel Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Dieses Buch ist ein Bestseller par excellence inzwischen. Sie haben eine Auflagenhöhe von 9 Millionen Exemplaren allein in Amerika. Wie fühlt man sich als Bestsellerautor? Mein Gott, zumindest im Sinne einer Kontrastwirkung fühlt man sich da sehr wohl. Aber man denkt halt daran, wie es einmal früher war. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Buch eine Zweitauflage erlebt hat im Jahre 1946 und die ist liegen geblieben. Das war hier in Wien? Das war hier in Wien, beim Verlag Jugend und Volk. Ist sie liegen geblieben und dann hat der Verlag angefragt, ob ich vielleicht selber kaufen möchte zu einem ermäßigten Preis ein paar Exemplare. Ich habe gesagt, gut, geben Sie mir 100 Exemplare, ich habe die bezahlt, nicht? Und dann ist das Buch eingestampft worden, die ganze Auflage eingestampft worden. Wissen Sie noch ungefähr, wie hoch diese Auflage war damals? Die Auflage war damals 3000 im Allgemeinen. Mhm. Ist eingestampft worden. Aber später hat sich eben alles geändert. Ne? Es hat eine Umfrage gegeben, der Library of Congress in Washington. Mhm. Da steht dieses Buch auf dem 9. Platz. Nun ist dieses Buch ja ein erschütternder Bericht eines Mannes, der 3 Jahre in 4 verschiedenen Konzentrationslagern überlebt hat. Worauf führen Sie denn diesen außergewöhnlichen Erfolg zurück? Ist es die, ich möchte fast sagen, heroische Lebensbejahung, dieses Trotzdem, trotz allem, das die Menschen so fasziniert? Es hat sich gezeigt, dass gerade das das Wesentliche des Einflusses ausmacht, den das Buch ausgeübt hat. Und zwar insofern, als Menschen, die in ganz anderen Leidenssituationen, unabänderlichen Situationen innerer und äußerer Not stehen, anwenden können, die Lektion sozusagen, die Quintessenz dieses Buches auf ihre Situation. Und das ist, es gibt eigentlich keine einzige Lebenssituation oder Leidenssituation, die nicht irgendeine Möglichkeit böte, sie in eine sinnvolle Leistung umzuwandeln. Es ist das, was Sie in einem Buch einmal die Trotzmacht des Geistes genannt haben. Sie glauben ja auch in Ihrem gesamten Lebenswerk daran, dass der Geist den Körper bestimmt, dass der Geist den Körper als Instrumentarium benutzt. Sagen wir, dass die persönliche, die geistige Einstellung zu einer Situation das Wesentliche ist, das dann entscheidet, ob man diese Situation und das Leiden an ihr und in ihr überwinden kann. Wien, 9. Bezirk.
In diesem Haus lebt Viktor Frankl, der am 26. März 1905 in Wien geboren wurde. Professor für Neurologie und Psychiatrie. Er war 25 Jahre lang Chef dieser Fächer an der Wiener Poliklinik und viele Jahre hat er in Amerika unterrichtet. Die Lehre des Doktors der Medizin und Philosophie ist Antwort an alle jene, die Fragen nach dem Sinn unserer Existenz stellen. Frankls Logotherapie, von seinen Schülern heute weltweit praktiziert, gilt neben Freud und Adler als sogenannte dritte Wiener Richtung. 30 Bücher hat er zu diesem Thema geschrieben und über ihn selbst wurden bis heute 146 Dissertationen verfasst. Viktor Frankl hat sein Leben der Arbeit verschrieben. Ein Seelenarzt, der mit seiner Therapie dem leidenden Menschen neuen Lebenssinn zu vermitteln weiß. Keine unseriöse Frage stellen. Ja, bitte. Man sagt ja immer, ein guter Psychiater muss auch einen Tick haben, sonst ist er kein guter Psychiater. Man sagt für gewöhnlich viel brutaler, jeder Psychiater hat einen Klaps und gehört eigentlich in die Klapsmühle und so weiter. Der seinerzeit sehr bedeutende und in Amerika verstorbene Individualpsychologe, also Alfred Adler, Schüler Rudolf Dreikurs, der hat einmal gesagt, ich bin Psychiater geworden, weil mir lieber ist, ich habe die Schlüssel zu Ihren Anstalt in meiner Tasche, als die anderen haben sie in Taschen. Wenn Sie mich nach meiner, sagen wir, seriöseren Auffassung fragen, muss ich sagen, ein Psychiater ist gar nicht Psychiater geworden, wenn er nicht irgendwelche psychopathologische Züge in sich selbst entdeckt hätte und sich dadurch für Psychiatrie überhaupt zu interessieren begonnen hatte. Aber ich muss hinzusetzen, auch wenn er es geworden wäre, er hätte es nicht bleiben können, wenn er nicht diese psychopathischen Züge von sich aus gekannt hätte. Denn nur dann ist er und kann bleiben ein guter Psychiater, weil er so mehr Einfühlungsvermögen hat für seine Patienten, weil er irgendwie alles ein bisschen auch von sich selber kennt. Unweit von München befindet sich das Süddeutsche Institut für Logotherapie und naturgemäß hat Viktor Frankl hier bereits zu Lebzeiten seinen Ehrenplatz. Das Institut stellt sich die Aufgabe, Frankls existenzanalytisches Konzept in seiner Originalität zu bewahren und es im internationalen Gedankenaustausch zu diskutieren. Besonderen Wert wird auf Therapeutenausbildung gelegt und auf ambulante Patientenbetreuung. Geleitet wird das Institut von einer langjährigen Frankl-Schülerin, der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Elisabeth Lukas. Die seelischen Krankheiten haben bekanntlich sehr zugenommen in der Wohlstandszeit. Das hat Frankl auch schon ein halbes Jahrhundert vorher vorausgesehen und vorausgesagt. Also zum Beispiel die Selbstmordrate oder die Suchterkrankungen sind ganz enorm hinaufgeschnellt in der Zeit, in der noch viel weniger Arbeitslose waren und in der so Vollbeschäftigung und so weiter waren. Das heißt, für die seelische Gesundheit einer Bevölkerung ist nicht so sehr ausschlaggebend wie die äußere wirtschaftliche oder politische Lage ist, sondern mehr wie die Zeitgeistströmungen sind. Also mehr, es hat mehr zu tun mit dem, wie der Mensch sich selbst versteht und mit seinen Weltinterpretationen und Daseinsinterpretationen. Wir sammeln hier einerseits Sekundärliteratur, also von Schülern aus aller Welt, auch englische Literatur zur Logotherapie, Diplomarbeiten, Dissertationen und so weiter. Auf der anderen Seite sammeln wir auch Originalliteratur, die sehr früh erschienen ist, also sagen wir Frankl-Bücher, die vor 70 geschrieben wurden, speziell die Bücher, die Ende 40 und in 50er Jahren erschienen sind. Und die kaufen wir auf, um sie vor dem Verfall zu retten, dass sie nicht irgendwie kaputt gehen, verloren gehen. Wie weit hat denn diese Höhenpsychologie, die er ja weitgehend propagiert und auch mit Erfolg an sich selbst anwendet, wie weit hat denn das nicht, sagen wir mal, einen doch stark heroischen Charakter? Also ich habe ihm einmal so eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, Sie sind so glaubwürdig durch das, was Sie selbst gelebt haben, speziell durch die Zeit im Konzentrationslager und wie Sie
ohne Hass und versöhnt herausgekommen sind und so weiter. Ihnen nimmt man ab, dass das gelingen kann, dass man heil bleiben kann unter den schwierigsten Lebensbedingungen, innerlich heil, seelisch heil bleiben kann. Und dann sagte ich, aber wie sollen Ihre Schüler nun das glaubhaft machen, die ja nicht alle durch ein Konzentrationslager gehen können oder so etwas, nicht? Und da sagte er zu mir, ach, sagte er, Frau Lukas, jeder hat sein Auschwitz. Eines Tages, kurz bevor die Amerikaner in den Krieg eingetreten waren, habe ich eine Einladung bekommen, ich soll zum amerikanischen Konsulat kommen und mir ein Visum abholen. Ich hatte Jahre hindurch auf dieses Visum gewartet. Und als es kam, waren meine Eltern freudestrahlend, endlich kann der Wicke ins Ausland. Mein Bruder, meine Schwester waren schon emigriert. Na und ich freue mich auch im ersten Moment, im nächsten Moment steigen mir die Grausbirnen auf. Das heißt, mir überlegt, ja, was wird denn dann sein? Meine Eltern standen ja mit mir unter Deportationsschutz. Ich war damals Primarius der neurologischen, der Nervenabteilung im Rothschild-Spital. Das war das jüdische Spital damals. Und als solcher war ich davor bewahrt, jeden Augenblick nach Polen oder nach Auschwitz oder weiß Gott was geschickt zu werden. Und meine Eltern, solange das Rothschild-Spital natürlich bestand, meine Eltern waren mitgeschützt. Und wenn ich jetzt emigriert wäre, hätten sie diesen Schutz verloren. Daraufhin haben wir gedacht, ja, wo liegt meine Verantwortung? Bin ich dafür verantwortlich, dass ich jetzt endlich nach Amerika kommen kann? Dort ist Psychotherapie ganz groß geschrieben und die Logotherapie wird dann sich ausbreiten können und so weiter und so weiter. Bin ich für dieses geistige Kind von mir verantwortlich oder bin ich für meine leiblichen Eltern eher verantwortlich? Ich muss ja offen gestehen, es war ein Dilemma. Ich habe hin und her überlegt, dann habe ich den Judenstern abgedeckt mit einer Tasche, der Aktentasche, und habe mich zudem auch heute noch jeden Mittwoch von 7 bis 8 Uhr abends stattfindenden Orgelkonzert in den Stephansdom gesetzt, um zu meditieren. Es hat nichts genutzt. Ich gehe nach Hause und denke mir noch, typische Situation, wo man, wie man sagt, da kehrt ein Wind, ein Wink vom Himmel her. Ne? Komm nach Haus, weil man merke ich dort auf dem Radiotisch ein Trümmstein liegen. Ich frage meinen Vater, was ist denn das? Sagt er, ach, Viktor, das habe ich vergessen, dir zu erzählen. Heute Vormittag bin ich um unseren Häuserblock herumgegangen und dort auf dem Terrain, wo die größte Wiener Synagoge von den Nazis niedergebrannt worden war, in der jetzigen Tempelgasse, dort habe ich herumgekramt und finde dort diesen Stein und merke, das ist was Heiliges, das darf ich nicht liegen lassen. Das heißt, was ist das, was Heiliges? Sagt er, schau mal her, das ist ein Marmor, und eingraviert ist natürlich ganz groß und vergoldet ein hebräischer Buchstabe. Und ich wusste sofort, sagte mein Vater, das ist ein Stück von den 10 Gebote-Tafeln über dem Altar in der Synagoge. Und ich kann dir mehr sagen, wie gesagt. Ich kann dir sogar verraten, zu welchem der 10 Gebote dieses Stück gehört. Denn dieser hebräische Buchstabe dient als Abkürzung nur in einem einzigen der 10 Gebote. Und ich sage, und das wäre... Ehre Vater und Mutter, auf dass du bleibst im Lande. In dem Augenblick habe ich beschlossen, in Wien zu bleiben und habe am nächsten Morgen das Visum verfallen lassen. Frankl überlebt 4 Konzentrationslager, das letzte unweit von München. In 9 Tagen schreibt er nach der Freilassung seine Erlebnisse als Häftling Nummer 119.104 nieder. Der Augenzeugenbericht eines Menschen und Psychologen, der aus den Gräueln der NS-Zeit ein Trotzdem und eine Überlebensstrategie abzuleiten vermag. Hier ist die Stelle, kann man ruhig sagen, wo ich im Jahr 1945 eine Stunde Null erlebt habe. Ich war am 27. April 1945
aus meinem letzten Konzentrationslager in Kaufering, etwa 40 Kilometer entfernt von München, befreit worden von texanischen Truppen. Und habe dann hier in München ein paar Wochen warten müssen, bis ich auf halbwegs legalem Wege nach Wien zurückkehren konnte. Und ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist ein großes Ende qualvoller Jahre, aber zugleich ein großer Anfang von etwas, das kaum vorhersehbar war. Denn wenn ich daran gedacht habe, was mich in Wien, sobald ich zurückkommen kann, erwartet, hat mich natürlich eine gewisse Beklemmung erfasst. Ich wusste ja nicht, wer überhaupt auf mich noch warten wird. Und es hat tatsächlich niemand auf mich gewartet. Und ich habe ein Gefühl gehabt, entweder angesichts dieser Umstände geht man hin und nimmt einen Strick und hängt sich auf. Oder aber es gibt irgendwelche Ressourcen in einem, die einen davon abhalten. Und das war mein bedingungsloser Glaube an einen letzten Sinn, der uns zwar verborgen sein mag, aber er ist da. Die Logotherapie lässt sich ganz einfach definieren als eine sinnzentrierte Psychotherapiemethode. Das heißt, sie sieht den Menschen als ein im Grunde nach Sinnverwirklichung strebendes Wesen an. Dieser Sinn nun lässt sich auf dreifache Weise erfüllen. Entweder schöpferisch, indem wir ein Werk schaffen, indem wir eine Tat setzen, oder aber erlebend, indem wir die Schönheit der Natur, die Güte eines Menschen erleben, oder einen Menschen liebend, ihn in seinem innersten Wesen erleben. Und drittens, wo es notwendig ist, wo die Ursache einer Leidenssituation sich auf keinen Fall mehr beseitigen lässt, kommt es darauf an, in welcher Haltung, mit welcher Einstellung wir dieses Leiden auf uns nehmen. Mit Tapferkeit und in Würde. Sie sind ein Mann, der verzeihen kann. Wie stehen Sie denn zu diesem Begriff der Kollektivschuld? Kollektivschuld ist ein hundertprozentig nicht akzeptables Konzept. Es gibt Schuld nur, die persönliche Schuld ist. Das heißt, ich kann jemanden doch nur verantwortlich machen für etwas, was er getan oder von mir aus zu tun unterlassen hatte. Aber ich kann doch niemanden verantwortlich machen dafür, was sein Vater oder seine Großmutter getan oder zu tun versäumt hat. Das ist ein absolut, moralisch gesehen, absoluter Nonsens. Und ich bedauere es als Staatsbürger, als Österreichischer, dass von höchst offizieller Seite einmal gesagt wurde vor wenigen Jahren, ja, wir heutigen Menschen, wir heutige Österreicher sind mitschuldig daran und tragen Mitverantwortung dafür, was unter den Nazis geschehen ist. Das lehne ich absolut ab. Das ist typisch nationalsozialistisches Gedankengut, könnte man ruhig sagen. Die Nationalsozialisten waren es, die pauschal verurteilt haben, eine ganze Volksgruppe oder wie man sie das nennen wollen. Und das müssen wir nicht mitmachen. Das ist ein Rückfall in eine nationalsozialistische Ideologie. Und das sagt ein Mann, der seine ganze Familie in den Konzentrationslagern verloren hat. Bis auf eine Schwester, die rechtzeitig nach Australien flüchten konnte. Wie stehen Sie denn zu dem Begriff, der auch immer wieder gebraucht wird, nämlich der Begriff der kollektiven Scham? Das halte ich für ebenfalls unangebracht, ob Schuld oder Scham, für beides gilt es. Dass ich mich nur einer Sache schämen kann, die ich angestellt habe, aber nicht einer Sache, die jemand anderer angestellt hat. Dem Menschen eingeboren ist
was ich nenne, der Wille zum Sieben. Nun gibt es aber darüber hinaus auch einen Willen und ein Bedürfnis, einen letzten Sinn zu sehen. Gott ist der Partner unserer intimsten Selbstgespräche. Das heißt, wann immer wir in letzter Einsamkeit, in letzter Ehrlichkeit, in letzter Offenheit mit uns selbst sprechen, kann man füglich sagen, dass der Partner, an den wir uns adressieren, an den wir uns dabei wenden, dieser Partner kann Gott genannt werden. Wir stehen hier auf dem alten jüdischen Friedhof im Rahmen des Wiener Zentralfriedhofs, und zwar an einem Grab, an dem die Großmutter von mir mütterlicherseits und ein Onkel, also ihr Sohn, ein Onkel von mir beerdigt worden waren. Sie finden auch dann einen Hinweis in Memoriam an Familienmitglieder von mir, die deren Grab unbekannt ist, weil sie in Konzentrationslagern verstorben sind. Nun, ich selbst werde meine Grabstätte auch hier finden. Es ist noch ein Platz frei in dieser Gruft, und ich finde das sehr, eigentlich sehr günstig, denn sollte jemandem wirklich einfallen, mich nach meinem Tod noch hier besuchen zu wollen, so braucht er nur zu diesem einen Tor hier zu fahren, hat einen Parkplatz und etwa nur 50 Meter bis daher. Also eine günstige Position kann man sich nicht vorstellen. Haben Sie eigentlich selber Angst vorm Sterben? Eigentlich nicht. Wirklich Angst hätte ich, könnte ich nur haben, vor einem Nicht-Gelebt-Haben. Das heißt, wenn ich nicht im Großen und Ganzen nicht die Möglichkeiten, etwas Richtiges oder Wichtiges getan zu haben, wenn ich das nicht ausgeschöpft hätte, dann würde ich vielleicht nicht Angst haben, aber tief traurig sein. Aber wenn ich mir sagen kann, im Großen und Ganzen habe ich das Meinige getan, etwas Schöneres gibt es nicht als dieses Bewusstsein. Eine hypothetische Frage: Wenn Sie wieder auf die Welt kommen sollten, würden Sie, welchen Beruf würden Sie denn ergreifen wollen? Ja, wenn es wirklich ich wäre, wenn Sie mir garantieren können, dass es dann ich sein wird, der da wieder zur Welt kommt, würde ich ja mit denselben Genen, mit derselben Disposition, mit denselben Interessen, mit denselben Talenten und so weiter zur Welt kommen. Und unter solchen Umständen zweifle ich nicht daran, dass ich mich wieder so entscheiden würde für Medizin. Ich habe mich mit im Alter von drei Jahren schon dafür entschieden und bin dabei geblieben. Patient und Psychiater, diese Metallfiguren stehen auf dem Schreibtisch in der kleinen Zweitwohnung am Rande des Wiener Waldes, in die sich Frankl mehr und mehr zurückzieht. Heute bereits eine Legende, arbeitet er unermüdlich weiter. Wenn er auch keine Patienten mehr empfängt, so publiziert er, der Vater der Logotherapie, auch weiterhin. Und nicht nur im Rahmen des Viktor Frankl-Instituts zu Themen der Existenzanalyse und ihrer Anwendung in Therapie und Beratung. Unterbrochen wird die Arbeit durch kleine Spaziergänge im Wienerwald. Und in Erinnerung daran, als er mindestens einmal wöchentlich auf seinen Hausberg, die Rax, gefahren ist und klettern konnte. Zwei Klettersteige sind ja nach ihm benannt. Diese Zeit ist allerdings vorbei, aber Frankl tröstet sich selbst. Nichts geht verloren, denn in der Vergangenheit sind alle Dinge unwiderruflich geborgen. Hat das befriedigende Gefühl, dass die Saat, die man mit Mühe Jahrzehnten durch gesät hat, dass diese Saat aufgeht. Und ich weiß aus Korrespondenz mit Menschen in allen fünf Erdteilen, dass ich vermocht habe, dass mir vergönnt war, möchte ich sagen, Menschen zu helfen. Und zwar
im Allgemeinen im Sinne der sogenannten Selbsthilfe bzw. der Befähigung eines Menschen zur Selbsthilfe. Sie hatten irgendein Buch von mir in die Hände bekommen und es gelesen und dann schreiben Sie, Sie konnten sich allein helfen aufgrund jenes Gedankenguts, das ich in diesem Büchern präsentiert hatte. Und das ist eine tiefe Befriedigung, dass man nicht umsonst gelebt oder Bücher geschrieben hat. Nun sind Sie ja, es gibt also Logotherapieinstitute weltweit, von Japan bis Amerika. Sie sind weltweit ein Guru, möchte ich fast sagen, in psychotherapeutischen Fragen, vor allem in dieser sinnzentrierten Psychotherapie. In Wien und in Österreich verhält man sich, lassen Sie mich einmal sagen, eher zurückhaltend. Kränkt Sie das oder ist das das typische österreichische Schicksal? Es ist sicher typisch österreichisch, aber kränken tut es mich nicht. Hat es Sie auch nie gekränkt? Nein, ich habe ein lebenskünstlerisches Prinzip. In solchen Situationen sage ich mir selbst, du kannst nicht alles im Leben haben oder bekommen. Wenn du nun vor die Frage gestellt bist, in Österreich bist du relativ unbekannt, in der ganzen Welt bist du sehr wohl bekannt. Ob du das lieber hast als das Gegenteil, dass du bis Passau bekannt bist und in den Zeitungen stehst, aber darüber hinaus kennt man dich nicht und hat nichts von dir, dann wähle ich gerne die erste Möglichkeit. Im Februar 1994 erhielt er die renommierte Goethe-Medaille in Gold aus Hamburg. Demnächst wird ihm die Masaryk-Goldmedaille verliehen. Und last but not least hat er bis zum heutigen Tag 25 Ehrendoktorate aus aller Welt. Für mich ist Professor Frankl einer der wirklich ganz, ganz großen Österreicher. Vielleicht könnte man sagen, er ist aufgrund seiner Lebensgeschichte und aufgrund seines Wirkens der größte gegenwärtig lebende Österreicher. Was kann man in der heutigen Zeit, in dieser schwierigen Zeit, einem Menschen mit auf den Weg geben? Ich glaube, es wäre das Wichtigste, ihn daran zu erinnern, dass Menschsein letzten Endes heißt, verantwortlich sein. Verantwortlich für die Erfüllung jenes Sinnes, der darauf wartet, sozusagen, von ihm und nur von ihm erfüllt zu werden. Frau Professor Heine, Viktor Frankl charakterisiert ja dadurch den Menschen, dass in ihm der Wille zum Sinn angelegt sei und auch das Bedürfnis, einen letztendlichen Sinn zu finden. Können Sie als Theologin und Religionspsychologin da auch mit? Ja, zunächst einmal ist das eine missverständliche Wendung. Sie ist sehr charakteristisch geworden für Frankl. Aber er meint damit nicht Wille im Sinne von, ich will Sinn und dann habe ich ihn auch, als könnte ich Sinn machen oder produzieren oder so, sondern er hat eine ganz bestimmte Anthropologie, ein ganz bestimmtes Menschenverständnis, mit dem er sich von den anderen psychologischen Schulen wie Freud zum Beispiel oder Jung abgrenzt. Und zwar ein Menschenverständnis, das nicht nur jetzt die leibliche und die seelische Dimension berücksichtigt, sondern den Menschen auch als Geistwesen sieht und in dieser geistigen Dimension eigentlich das, was den Menschen wirklich zum Menschen macht, während alles andere, Triebe, auf die Freud ja Wert legt zum Beispiel, die Triebstruktur, Selbsterhaltungstrieb, Arterhaltungstrieb, das ist ja allen Lebewesen gemeinsam. Aber die Geistigkeit ist etwas spezifisch Menschliches
Und diese geistige Dimension, um die geht es ihm und die stellt er auch ins Zentrum seiner Theorie. Macht genau dieser Ansatz von Frankl es jetzt auch der Theologie leichter, mit der Logotherapie in Dialog zu treten, was ja im Laufe der Geschichte mit den anderen therapeutischen Richtungen nicht immer so einfach war? Sie ist auf jeden Fall von allen psychologischen Theorien die anschlussfähigste, weil Frankl auch zum Beispiel sich beruft auf einen evangelischen Theologen, auf Paul Tillich, der davon spricht, dass der Mensch sich dadurch auszeichnet, dass er in der Dimension des Geistes sich selber transzendiert. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil, eine wesentliche Grundlage des religiösen, des christlichen Menschenverständnisses. Von daher ist es anschlussfähig. Was Frankl allerdings dazu sagt, ist, dass er von dieser Selbsttranszendierungsfähigkeit auch tatsächlich schließt auf eine vorhandene Transzendenz. Und das ist etwas, wo viele Theologen und Theologinnen nicht mit können. Die würden das so nicht teilen. Die würden sagen, ja, die Offenbarung, die kommt durch die Geschichte auf uns zu und ist nicht sozusagen schon in unserer Geistigkeit mit angelegt. Zur gleichen Zeit spricht er ja auch von einer unbewussten Religiosität. Ist das etwas, was jetzt von christlicher Seite her auch eine Parallele findet? Er geht davon aus, dass das, was ich nicht reflektieren kann, also dieser Rest, der da bleibt, letztlich kein Rest ist, sondern ein größeres Ganzes, aus dem heraus ich handle, denke, handle, und dass dieses größere Ganze auch irgendwo da sein muss. Also es muss, das, was ich nicht denken kann, muss trotzdem da sein. Und von daher schließt er de facto auf eine existierende Transzendenz. Und deswegen kann er auch sprechen vom unbewussten Gott. Das nennt er den unbewussten Gott. Und für ihn ist der Sinnhorizont, also dieses Ganze ist der Sinnhorizont, unterschiedlich bestimmt, einmal als Gewissen, also im ethischen Kontext, und zum anderen auch religiös. Und von daher richtet sich seine Therapie eigentlich darauf, den Menschen wieder anzuschließen an diese geistige Dimension, ethisch und religiös. Und er ist davon überzeugt, dass wenn Menschen diesen Anschluss nicht haben, dass sie dann eigentlich krank werden. Also dass seelische Erkrankung die Ursache darin hat. Ich möchte nochmals zum zentralen Begriff der Logotherapie, zum Sinn kommen. Ist eigentlich dieser Sinn, den Viktor Frankl da im Zentrum seiner Theorie hat, dasselbe? Meint er damit dasselbe wie das, was Christen mit Sinn meinen? Frankl sagt nichts über die Inhalte. Das ist für ihn sozusagen rein formal. Er will das Wesen des Menschen beschreiben. Und da gehört die Sinnorientierung oder der Sinnhorizont dazu. Er sagt aber nichts Konkretes über die Inhalte. Also ist das jetzt ein jüdischer Sinnhorizont oder ist das ein christlicher Sinnhorizont oder New Age oder was immer auch, weil er davon eben ausgeht, dass Menschen diesen unbewussten Gott in sich haben und das lässt sie auf die Suche gehen. Und dann ist es natürlich die Frage, wem oder welcher Religion die Menschen begegnen. Die Inhalte kommen aus der Begegnung mit anderen. Die Inhalte werden nicht sozusagen aus dem Unbewussten heraus produziert. Er hat ja mit diesem unbewussten Gott ja auch eine neue Bestimmung dessen geschaffen, was unbewusst ist. Nicht? Also unbewusst ist nicht das Verdrängte, sondern unbewusst ist die unbewusste Geistigkeit für ihn. Ich habe noch keinen Sinn, aber unbewusst suche ich danach. Und die Konkretion, die liefert er nicht mit, sondern er arbeitet sozusagen mit dem Material, das die Patienten ihm liefern. Also wenn die Patienten und Patientinnen ein christliches, religiöses Problem hat, dann beschäftigt er sich damit. Und wenn sie ein jüdisches haben, dann beschäftigt er sich damit. Ihm geht es darum, dass durch den Anschluss an diese religiöse Dimension oder geistige Dimension, das ist bei ihm ja fast eines, Menschen sozusagen diese unbewusste Geistigkeit wiederentdecken, sich anschließen daran, daraus leben können, und zwar ganz unmittelbar und unreflektiert, während er eben umgekehrt seine Logotherapie unterscheidet von einer etwa christlichen Seelsorge dadurch, dass er sagt, ja,
Bei den Christen ist das anders. Die sagen den Leuten bestimmte Inhalte. Die haben bestimmte Dogmen. Und die Leute müssen daran glauben. Irgendwo unterstellt er auch den Priestern, er redet immer von Priestern, weil er die katholische Kirche vor Augen hat, dass die Priester mit ihrer Seelsorge in gewisser Weise eine missionarische Haltung verbinden. Es gibt eben nur diese eine Wahrheit und das ist der Sinn. Und da sagt er, dass da ist die Grenze, das mache ich nicht. Wenn Frankl in seinen Büchern vom unbewussten Geistigen oder unbewussten Gott spricht, liegt da eigentlich ein eigenständiges religiöses Konzept dahinter? Also Religion oder um ein religiöses Konzept handelt es sich dann, wenn etwas vor allem drei Kriterien erfüllt. Das eine ist eine holistische Sicht. Also Religion oder religiöser Sinn bettet das Leben des Menschen ein in ein Ganzes. Also für sich im christlichen Kontext von der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung, durch die Geschichte hindurch waltet Gott und führt letztlich alles zu einem guten Ende hin. Das ist so ein Sinnrahmen, der ebenso kosmische Dimensionen hat, wie mein Leben umfasst. Also das meine ich mit holistisch. Und das ist bei Frankl auch der Fall, weil er spricht ausdrücklich immer davon, dass diese unbewusste Geistigkeit oder Gewissen oder unbewusster Gott, das ist immer, also das kann er in einem Atemzug so nennen, dass das ein vorausgesetztes Ganzes ist, in das wir eingebettet sind. Und dem müssen wir uns anschließen. Dann wirkt es auch in uns. Und das ist das Zweite bei ihm, was ihn als religiöses Konzept kennzeichnet, dass er annimmt, es gibt außer mir als Akteurin, wo ich also handle, wo ich tätig bin, noch eine andere Aktivitätsquelle, die etwas tut, die in irgendeiner Weise handelt. Das kann Verschiedenes sein. Ja? Das kann zum Beispiel sein, dass sie mir dieses vorausgesetzte Ganze, dass mir das etwas bedeutet. Also zum Beispiel die Geschichte von Frankl, als er den Stein sieht, den sein Vater von der zerstörten Synagoge gefunden hat und wo dieser Stein zu ihm spricht, weil dort das vierte Gebot verzeichnet ist und ihm sagt, du bleib bei deinen Eltern. Ja? Also da würde er sagen, hier spricht letztlich dieses vorausgesetzte Ganze zu ihm und hat eine eigene Aktivität. Und das dritte Kriterium ist, dass ich damit kommuniziere, mit diesem anderen, mit dieser Transzendenz außerhalb von mir. Und das ist bei ihm auch der Fall, nicht zuletzt in diesem Beispiel mit dem Stein. Oder bei Frankl spricht dieses vorausgesetzte Ganze auch durch die Träume. Seine Traumanalyse geht in diese Richtung zu schauen, was sagt dieses eben vorausgesetzte Ganze, das er aber dann ja auch Gott nennt. Was sagt das zu den Menschen? Und wie kann er ihnen dazu helfen, die Sprache dieses unbewussten Gottes zu verstehen? Das ist eigentlich die Richtung seiner Therapie. Insofern ist es ein sehr religiöses Konzept, denke ich, wenn auch nicht einer bestimmten Religion zugehörig. Was wäre jetzt da zum Beispiel das Spezifikum, wenn eine und dieselbe Person mit einem Problem jetzt zu einem Logotherapeuten, Logotherapeutin ginge oder zu einem christlichen Seelsorger? Ja, da gibt es natürlich zwei Perspektiven, wie Frankl das sieht und wie ich das sehe. Ich sage mal zunächst, wie ich denke, dass Frankl das sieht. Er sieht es eben so, dass zum Beispiel christliche Seelsorger und Seelsorgerinnen die Verpflichtung hätten, das Mandat hätten, diese Menschen auch hinzuführen, eben zu der bestimmten Religion, Christentum, könnte auch Judentum sein, für die sie stehen, in der sie ein Amt haben. Und das würde er so nicht machen. Er würde das offen lassen und sehen, in welche Richtung die Menschen selber gehen. Nun, denke ich, hat sich aber in der Seelsorge, auch in der christlichen, einiges verändert. Und eine christliche Seelsorge, die nicht die Offenheit hat, für das, was Menschen an religiösen Vorstellungen unterbreiten und damit zu arbeiten, wäre eigentlich auch nicht wirklich Seelsorge. Also ich denke, dieses missionarische Verständnis von Seelsorge, das ist, ja, es gibt es nach wie vor, will ich ja nicht leugnen. Aber ich denke, es ist kein gutes Konzept und auch kein Konzept, das sich vertreten ließe. Er hat aber mit dem Hinweis auf das Amt noch etwas anderes im Sinn, zum Beispiel kann
ein christlicher Seelsorger, Seelsorgerin, die können zum Beispiel, wenn sie es für angemessen halten, die Absolution erteilen, zusprechen im Namen Gottes die Vergebung der Schuld. Das kann kein Psychotherapeut. Also dieses Zusprechen der Absolution ist eigentlich sowas wie den Menschen wiederum verankern in dieser größeren Geborgenheit eines Sinnganzen, das in dem Fall christlich bestimmt ist, und das kann ein Therapeut nicht so. Das ist übrigens etwas, wofür auch schon Sigmund Freud einen Pfarrer beneidet hat, nämlich den Oskar Pfister in der Schweiz, ein evangelischer Pfarrer, der sehr viele Elemente der Psychoanalyse integriert hat in die Seelsorge. Und in dem Briefwechsel, es gibt einen ausführlichen Briefwechsel zwischen den beiden, schreibt Freud einmal an Pfister: Ja, also Sie haben es gut, Sie können eben sagen, ich vergebe dir im Namen Gottes. Ich kann nicht sagen, ich, Sigmund Freud, vergebe dir im Namen von Sigmund Freud. Das ist die Grenze, und diese Grenze achtet Frankl auch sehr. Inwieweit schwingt denn beim Entwurf der Logotherapie Viktor Frankls eigenes Judentum, sein jüdischer Background mit? Ich denke, dass der sehr stark mitschwingt, weil zum Beispiel in dieser Verbindung zu sagen, unbewusste Geistigkeit ist Gewissen, Gewissen ist das, was den Menschen zu einem verantwortungsfähigen Wesen macht. Und das zugleich in eins zu setzen mit dem unbewussten Gott, zeigt etwas von der engen Verbindung von Glaube und Ethik. Also davon, dass das Judentum eben ganz stark Wert darauf legt, dass der Glaube in einem verantworteten Leben bewährt wird. Also da geht es nicht jetzt primär darum, bestimmte Glaubenssätze zu glauben, außer natürlich dem einen und entscheidenden, Gott ist einer. Aber der Schwerpunkt liegt auf der ethischen Bewährung. Und jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Was kann jetzt eigentlich christliche Theologie und vor allem christliche Seelsorge von der Logotherapie lernen? Gibt es da etwas, was gewissermaßen ein Gewinn für die christliche Theologie sein kann? Selbst wenn ich davon ausgehe, und Frankl geht davon aus, dass eine christliche Seelsorge zum Beispiel eben von ihrem spezifischen Sinnhorizont, dem christlichen Sinnhorizont ausgeht, muss doch der Mensch irgendwo, sozusagen im Innersten, im Herzen heißt das dann in der biblischen Sprache auch, eine Ansprechbarkeit haben auf das, was jetzt in theologischer Sprache die Offenbarung Gottes heißt. Es gibt eine theologische Position, die vor allen Dingen im Protestantismus herrschend geworden ist, dass Gottes Offenbarung über die Geschichte kommt. Es wird mir gesagt, es wird mir erzählt, und wo religiös sein, also diese Selbsttranszendierung, eigentlich als Fehlweg interpretiert wird. Aber ich denke, dass das so nicht sein kann. Ein Mensch muss eine Empfänglichkeit haben irgendwo, auch für das, was an biblischen, christlichen Geschichten erzählt wird zum Beispiel. Und Frankl schärft die Aufmerksamkeit für diesen Punkt sozusagen im Menschen, für diese Empfänglichkeit, die im Herz lokalisiert wird. Das, denke ich, lässt sich von ihm schon lernen. Die andere Seite ist die, ich denke nicht, dass es jetzt darum geht, Frankl zu vereinnahmen und zu sagen, das ist jetzt sozusagen religiöse oder gar christliche Therapie, sondern ernst zu nehmen, dass er selber sich jedenfalls in die Inhalte nicht einmischt. Das heißt, ihm geht es um die Dimension des Geistigen. Aber er würde nie urteilen, ob das jetzt der richtige Sinn ist oder der falsche Sinn ist. Ob das Gewissen jetzt den richtigen Weg weist oder irrt. Da wäre er nur der Begleiter, der mitgeht und auffängt und den Menschen immer wieder ermutigt, auch wenn er im Gewissen geirrt hat, trotzdem dieses Grundvertrauen in diese Dimension des Geistigen, Göttlichen, dieses Grundvertrauen nicht zu verlieren.